Liebe Trader, es ist Montag, der 3. Juni 2024. Mein Name ist Dirk Legan und ich begrüße euch zu unserem heutigen Loro Monday Meeting. Ich möchte heute euch eine kurze Übersicht über meine Aktien- und ETF-Depots geben, also relativ kurzer Part. Ihr habt natürlich gerne auch Gelegenheit, hierzu Fragen zu stellen. Sind ja einige Systeme, die viele von euch auch treten. Deswegen auch vielleicht für euch ganz interessant. Was gibt es Neues? Also das ist das heutige Thema. Kommt von euch, glaube ich, schon automatisch die Rückmeldung. Ja, Bild und Ton ist in Ordnung. Das hätte ich als nächstes gesagt. Das Klima brauchen wir heute, glaube ich, nicht. Ne? Also ich zeige meine eigenen Depots, eigene Trades oder Sachen, die ich verändere oder ja, was gibt es halt Neues? Aber das ist, glaube ich, keine Notwendigkeit, jetzt hier ein Disclaimer einzublenden. Okay, aber bei der, dieses Video wird, ach Gott, dieses Video wird dann später auch aufgezeichnet und, es ähm, also wird aufgezeichnet und findet ihr dann auch in meinem YouTube-Channel. Und da ist natürlich dann auch ein Disclaimer dabei. Okay, das kurz zur Einleitung. Zunächst einmal eine Übersicht. Ich bin so ein bisschen dabei, hier solche ähm, kleineren Depots aufzubauen bei Tasty -Trades. Und Tasty Trades hat die schöne Möglichkeit, was wir hier mal in der Übersicht sehen. Ich habe mal was zum Zeichnen, ähm, dass man sehr schön Unterkonten bilden kann. Also, ich habe hier insgesamt fünf Depots mittlerweile aufgebaut. Mittlerweile, ähm, ich glaube, also ich plane auch noch mehr. Aber mh, ob das begrenzt ist, geht nicht so ganz klar aus den Angaben von Tessitret hervor. Einige sagen, es ist bis sechs Depots begrenzt, aber andere sagen, wieder ist es total offen. Also werde ich sehen. Aber im Moment, das Stand der Dinge dauert ein bisschen, bis ich das so aufgebaut habe. Ich habe jetzt auch ganz neu darauf, ich werde ein mal darauf eingehen, auch hier so ein Junior-Depot für meine Kinder eingerichtet. Also die fangen jetzt an, ja, so langsam an mit Treten. Der Älteste ist jetzt 13 oder wird diesen Monat 13 und haben wir dann so langsam die Möglichkeit, auch mal ins Treten einzusteigen. Ich werde da so Trendfolge be betrachten oder anwenden. Eine spannende Geschichte, ob man das, sagen wir mal, auch Kindern früh beibringen kann. Der Jüngste ist noch zu klein, werde ich aber dann auch irgendwann mal sicherlich beginnen. Vielleicht naja, sitze dabei und lernt auch ein bisschen. Okay, das zur Übersicht. Was wir, wo ich auch heute nicht drauf eingehe, was auch ganz erst angelaufen ist, ist hier dieses Leverage ETF Depot. Da gibt es ein Seminar im September dieses Jahres. So. Das heißt, hier geht es um alle die gehebelten ETF-Systeme, die ich hier in diesem Depot dann anwenden werde. Ja, startet ganz gut. Heute war auch ganz gut wieder alle. Die ich hatte, ähm, waren in Profit-Target heute gelaufen. Das waren, glaube ich, fünf Positionen, darunter sowas wie der SOXL der dreifach gehebelte ähm, Semikonduktor, Index und so weiter. Also ziemlich heißes Zeug, aber heires, aber läuft halt im Backtest auch sehr gut. Okay, ähm, Swing Trading, darauf werde ich gleich eingehen. Sektor Stocks Rotation auch, ETF Depot. Das muss man ein bisschen differenzieren. Das ist das einzige Depot, also hier Juni, da haben wir noch nicht angefangen. Im Prinzip, da, ähm, ETF Depot ist das einzige, was im Negativen ist. Das liegt aber daran, dass ich das Hatching bisher auf dem IB-Konto gemacht habe. Und einige ETFs sind auch nicht bei TC Trade handelbar. Nennen die nachher auch gleich mal die da aktuell äh, nicht handelbar sind, die ich dann bei IB handeln muss. Also ich habe bisher meine Hatches alle bei IB dieses Jahr gemacht. Und wenn ich hier mal ein bisschen weiter runter scrolle, dann habt ihr hier auch mal die ähm, Year-to-Date-Performance. Und zwar hier, das mal weg, kleiner Moment, ein bisschen übersichtlicher. So, nochmal neu zeichnen. So ist es denn jetzt? Da. So, also. Das muss man im Prinzip auf dieses ETF-Depot rausschlagen. Ne, das sind aber die nicht nur Hedges für, die, für das ETF-Depot, sondern auch für die Sektor-Stocks-Rotation. Und ähm, ja, ist im Moment noch ein bisschen unübersichtlich. Ich habe also da ein paar Fehler gemacht in der Strukturierung dieser Geschichte. Ich denke mal, spätestens ab nächsten Jahr wird das dann klar und übersichtlicher und transparenter für euch. Muss man halt hier so ein bisschen auseinanderrechnen. Um, fangen wir mal an mit dem ETF Depot und zwar wie ist die aktuelle Depotauslastung? Fangen erstmal vielleicht hier mit den Strategien an. Insgesamt trete ich hier 18 Strategien und die Hälfte davon ist aktuell an für diesen Monat. Das sind ja überwiegend Rotationsmodelle, die nur einmal im Monat handeln und diese Modelle, ja. Sind stark abhängig von der Marktsituation. Bestimmte Modelle laufen, sowas wie hier zum Beispiel Low Consumer, äh, äh, machen wir mal was zum Zeichnen. Also hier sowas zum Beispiel, oder ja, vielleicht hier. Mh, ja, bestimmte Systeme, wie gesagt, laufen nur wie dieses hier, überwiegend dann nur im Bärenmarkt. Da sind wir natürlich im Moment noch nicht. Ne? Und daher. Das ist interessant, dass man also eben von so vielen Systemen im Moment die Hälfte an ist. Zur Depotauslastung, wie ich das vom Money Management jetzt aktuell mache, gehe ich gleich noch darauf ein. Aber das ist die aktuelle Situation. Also 9 von 18 Systemen sind an. Und ja, das könnte dieses Jahr besser laufen. Es liegt vor allem daran, dass die Bonds auch nicht so wirklich gut laufen. Ich habe hier gleich auch nochmal oben stehen, so eine Übersicht. Wir haben da eben auch ein paar Bonds drin. Was ist da zurzeit drin? Also 53% sind ähm, Aktien-ETS, 16% sind Bond-ETS. Der Anteil war die Monate davor auch höher und die sind nicht so besonders toll gelaufen. Ne? Aber spätestens dann, ich bin da noch guter Dinge, spätestens dann, wenn dann tatsächlich mal die Zinsen gesenkt werden, dann denke ich mir, werden auch diese Bond-ETS wieder ganz gut laufen, sodass ich da ja ganz guter Dinge bin. Commodity-ETS moment nicht so stark investiert. Also, wie im letzten Monat war er noch stärker in Gold drin. Gold, wie ihr gesehen habt, ist auch jetzt im Moment nicht so der Renner, wenn man hier mal auf das Gold-ETF guckt. Ne? Also hatte eine ganz gute Outperformance hier im Mai, ist aber die letzten Tage doch ziemlich stark zurückgekommen. Wird man sehen, ob das jetzt wieder ein bisschen Gas gibt. Ich hatte eine Silberposition, die aber jetzt äh, im profit reingelaufen ist. Ne? Das dreifach gehebelte Silber-ETF AQ irgendwas mit Akku, wie auch immer, ne? also das ist auch nicht, im Moment nicht so der Hit, deswegen im Moment auch nicht so im Depot, wir sagen keine diskretionären Entscheidungen, sonst entscheiden die Systeme, alles rein regelbasiert hier im ITF-Depot und das ist die aktuelle Situation, ja, also... Die Depotauslastung, die Hälfte ist im Prinzip an. Das habe ich hier schon gesagt, dass also einige ITS bei tc dreht nicht immer handelbar sind. Also mal sind sie handelbar, mal nicht. Ich habe noch nicht rausbekommen, woran denn das jetzt liegt. Woran kann man das festmachen? Und das finde ich immer doof. Also das ist dann bei mir dann auf dem IB-Konto. Dort kann ich sie immer handeln. Ich habe noch nie erlebt bei IB, außer jetzt im Short-Bereich, dass das eben nicht gerade aktuell Shortable war, dass ich irgendwelche ETFs dort nicht handeln konnte. Und das sind jetzt hier auch nicht unbedingt exotische ETFs. Also sagen wir mal hier die Convertibles, CWB oder BAB, das sind ähm, die Municipalbonds. Ähm, das sind eigentlich ähm, mit hohem Volumen gehandelte ETFs und die sind komischerweise bei TC. nur, man darf sie schließen, wenn man sie hat, ne? also das darf man, aber eben nicht neu kaufen, das ist ein bisschen ärgerlich, so dass man eben hier auch nicht so eine klare Übersicht hineinbekommt, weil man das dann letztendlich auch mehrere Depots oder sprich Broker verteilen muss, also nicht ideal, das ist so ein bisschen nervig. Und ähm, ja, man weiß es auch vorher nicht. Ne? Man geht die Order ein und kriegt dann halt die Meldung, man darf, darf man nur schließen und nicht aufmachen. Und dann muss man das dann halt schnell bei IB treten. Was ich nicht mehr mache, das hatte ich vorher drin, dass ich das hier nochmal hebe. Also ich, dadurch, dass diese etf modelle in der Kombination einen relativ geringen Drawdown haben gleich noch auf die Fragen ein, gucken wir uns das mal an, in der Kombination, wie sieht da eigentlich die Performance aus, guck hier meine Internetseite auch, gucken wir uns das mal an, die Kombination dieser 18 Modelle, ETF-Modelle, hier sind die Einzelmodelle und hier unten gibt es dann halt diesen Systemmix und wenn man rauf geht, das hat, ja, 7% macht das per Anno, aber eben einen gering, extrem geringen Drawdown und das war für mich der Aufhänger, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich dann 2,68 Drawdown nur habe, das ist jetzt ungehebelt, dann kann ich auch Hebel 2 fahren, ne? muss man das nur ähm, ja, verdoppeln und dadurch hätte man auch eben so eine Performance von 14 Ich bin da aber bei, äh, bin da zurückgerudert, seit diesem Monat mache ich ein anderes Money Management und zwar folgendes, so ist das im Wege wieder, also dass ich also sage, ich... Habe mir mal angeguckt, wie viele Strategien pro Monat sind eigentlich an? Im Maximum. Und Maximum waren zwölf Systeme an. Also, wir hatten einen Monat mal, wo wirklich zwölf von 18 an waren in der Historie. Und da habe ich gesagt, okay, damit ich also immer gegebenenfalls, wenn wirklich das Maximum erreicht ist, voll ausgelastet bin, mache ich nicht folgende Depotallokation, indem ich sage, okay, Teile einfach das Depot durch zwölf, ne? das also zwölf maximal Position, äh, Strategien, die an sind und kommen dadurch eben auf eine gute und bessere Depotauslastung. Wo gemerkt kein Hebel 2 mehr, sondern eben Hebel 1. Und das freie Kapital stecke ich dann entweder in äh, T-Bills oder in SHY, in die kurzlaufenden Bonds über dieses Parking-Modell, äh, was ich da anwende werde ich auch noch mal ein extra eigenes Video zu machen also durchaus sehr interessant das läuft gut ähm, muss man einiges beachten wann macht man die auch wann macht man die zu das ist sehr interessant Deshalb das heißt, gibt es auch neuen backtest zu da werde ich ein eigenes Video demnächst mal dazu machen also überflüssiges Kapital dann parken das ist dadurch ein bisschen ruhiger ist dann eben nicht gehebelt aber das Depot wird eben auch immer entsprechend ausgelastet. Also, das ist das, was ich geändert habe. Kurz mal zu euren Fragen. Ähm, derzeit lässt sich bei mir der IAI nur schließen, aber nicht kaufen. Genau, das könnte bei mir auch sein. Also, IAI, sorry, sind, sind die, ähm, also hier eine Frage von Ralf, das sind die, ist das Broker-ETF? Das läuft gut. Ja, also, wenn Börse gut läuft, dann läuft das auch gut. IAI. Das ist kürzer heute, nicht so, ne? aber langfristig, wir haben das schon eine ganze Weile drin, dieses Jahr im Depot, das ist bisher ganz gut gelaufen, ne? also die ganzen Neo-Broker und so weiter sind da auch drin, ne? natürlich sind auch äh, Interactive Brokers drin und die großen Player wie Schardt Schwab und so weiter, ne? also das ist ein äh, gutes ETF, immer dann, wenn die Börse läuft, geht man halt in dieses Broker, in die ETF, ne? also im Prinzip, wenn die Marktmodelle, grünes Licht geben, ist das immer, äh, also im Prinzip ist das auch die der Algorithmus für, dieses, ähm, für diese Positionierung. Okay, zurück zum Text, ne, da wollte ich gar nicht rein, ich wollte hier rein. Kann dazu so. so, ja, kommen wir jetzt zu, erstmal nicht mal die alten Zeichnungen raus, okay, so, also Sektor Stocks Rotation ist ja jetzt wieder neu gestartet, deswegen passte das heute auch ganz gut hier zu ein, ja, ein Monday Meeting zu machen, wir hatten im Mai, das war sehr interessant, sind 13 von 14, wir waren also da voll investiert, Gibt insgesamt das also eine Sektor-Stock-Rotation. Es gibt sieben Sektoren, Standardsektoren wie zum Beispiel Energy, uh, Healthcare und so weiter. Und von diesen jeweils von den einzelnen Sektoren, wenn die dann an sind, werden zwei ausgewählt. Das heißt, wir können im Maximum 14 Positionen fahren. Und das war wirklich voll in diesem Mai. Und davon wurden von 13, äh, Quatsch, von 14 wurden 13 geschlossen im Profit-Target. Also, sprich 93 Prozent, das war ein sehr guter Monat. Ich zeige euch gleich noch die Equity. Wir sehen die aktuelle Depotauslastung. Wir haben gestartet mit ähm, ja, 12 von 14 Aktien, wobei dieses XLY, was hier aus ist, also zum Monats nicht getredet worden ist, das war, das war ganz knapp, dass der Filter uns erst am Ende sagte, du hättest reingehen mit dürfen. Ne? Aber wir haben es dann trotzdem nicht genommen. Vielleicht haben einige das von euch genommen. Also die zwei Werte aus den Consumer Discretionary Stocks. Ich habe sie nicht getredet und laufe da auch nicht hinterher. Anyway, also rein regelbasiert hätte man, wäre man voll investiert. Aber so war man dann halt nicht ja, nicht ganz voll investiert investiert. Und heute wurden dann auch schon wieder vier von diesen zwölf gefüllt, sodass hier im Moment nur noch 57% im Depot drin ist. Ne? Das heißt, der Rest, den Rest werde ich dann heute also gut 40 Prozent, 43 Prozent dann in T-Bills reinstecken? Ne? Das ist die aktuelle Situation. Die Vermögenskurve, mh, ja, von der Tendenz her steigend. Wie gesagt, das ist jetzt im in, in kleinen Depot, ich mache es auch in größeren Depots. Aber anyway, ist ja äh, beliebig skalierbar. Was hier auffällt bei dieser Geschichte, das fällt sofort ins Auge. Und das war eben der mai hier dieser komische, jetzt also hätte ich jetzt rot nehmen müssen, aber ich denke, das schwarz auf blau ist das auch noch halbwegs sichtbar. Also dieser Drawdown ist zwar im Rahmen, ne, das ist jetzt nicht dramatisch mehr als hier zu dem Zeitpunkt, aber das war natürlich, wo, woran lag das? Ich hatte ja gesagt, 13 von 14 Werten wurden geschlossen, aber wir hatten eben hier diese Earnings drin. Also welcher Wert war das zum Beispiel? Unter anderem, das waren einige, die da schlechte Earnings hatten, und das war zum Beispiel hier dieses äh, Super äh, Microcomputer SMCI, so ein durchgeknallter Wert. Ne? Also wir sehen sehr, sehr gut gelaufen hier in, diesem, in dieser Phase hier, aber doch seit geraumer Zeit im Abwärtstrend, aber trotzdem immer noch einer der besten Werte da in diesem Sektor. Das ist Technology Sektor. Und ja, wo haben wir da getredet? Und zwar genau einen Tag vor den Earnings. Also hier am 30. End of Month positionieren wir uns immer, wählen wir diese Werte nach einem bestimmten Algorithmus aus, automatisiert. Und danach waren natürlich gleich die Earnings. Und ihr seht, das ging richtig runter. Ne? Das im Prinzip haben einige Werte auch gemacht. Die hatten auch gleich ihren Earnings, waren, waren auch nicht so klasse. Aber der ist natürlich danach noch wieder in den... Schön in Profit Target reingelaufen. Aber mh, das alte Thema, wo ich mir dann auch nochmal zu Gedanken gemacht habe, ist eben, ähm, ich will diese Schwankung hier nicht haben. Also in Zukunft werde ich keine Werte nehmen, die im kommenden Monat Earnings haben. War, diesen Monat war es überhaupt nicht der Fall. Wir mussten keine Werte ausschließen. Aber ich werde dann eher Werte aus der zweiten Reihe nehmen, vielleicht Position 3 oder 4 nach unserem Selektionsalgorithmus. Und ähm, ja, ich, rein statistisch, wenn man das jetzt über ganz, ganz, also über alle Earnings mal analysiert, rein drin bleiben, ja, nein, ne? dann hat man so einen kleinen ähm, statistischen Vorteil, wenn man wirklich immer alle Earnings mitnimmt. Aber was mir nicht gefällt, ist diese Schwankung im Depot, ne? das hier nicht durch das Modell zustande kommt, sondern eben durch diese Earnings. Ne? Und natürlich hier bei so einem, sorry, durchgeknallten Wert wie hier Supermicro, natürlich so ein KI-Thema. Ne, da gucken natürlich viele drauf und entstehen natürlich große Schwankungen. Ein sehr volatiler Wert ähm, kann man machen, aber dann möglichst nicht mit Earnings. Okay, der schwankt auch sonst stark, ne, wie wir hier sehen. Ne? Also, da hat er ja auch eine fette rote Kerze. Also, das ist schon heißes Zeug, aber trotzdem kann man ein bisschen sein Depot beruhigen, wenn man die Earnings rausnimmt. Das bedeutet letztendlich, dass ich dann eben nur. Also von oben nach unten durchgehe mit dem, wir können das ja mal durchspielen. Machen wir kurz mal, wie sieht so etwas überhaupt aus in der Praxis. Also ich benutze da den Loro-Scanner und ziehe mir mal kurz die aktuellen Werte. Klar, Moment, ich nehme hier mal die Sektor-Stocks. Da muss ich mir erstmal die aktuellen Listen kurz mal holen. Habe ich noch nicht gemacht. Geht aber schnell, wie ihr seht. So, und dann hole ich mir. Entsprechend machen wir mal einen davon. Ähm, jetzt nehmen wir mal die besten aus. Sehen wir mal hier, damit wir das wieder sehen: dieses äh, Supermicro. Nehmen wir mal Technologie, ist XLK. So, und ich hole mir mal die aktuellen Preise. Jetzt tun wir mal so, als, als wenn heute der letzte Börsentag des Monats wären. Ne, lass sie mal kurz die Daten ziehen. Scan dazu ist gleich durch. Ein Scan. Ja, jetzt würde ich mir natürlich erstmal XLA XLK angucken. Ähm, Wo ist das denn jetzt? Achso, das ist hier bei der Version drin. Anyway, also XLK würde sich normalerweise auch ziehen. Das muss ich hier nochmal aktualisieren. Läuft gerade ein Update. So, und wenn ich jetzt hier das ist unser Sortierkriterium, ne? ihr seht hier also SMCI und Nvidia ist hier auf den beiden Plätzen, die sind beide heute schon in Profit-Target sehr schön reingelaufen, das war richtig klasse, vor allem hier bei SMCI, der hat nur 1% Profit-Target, ne? war erfüllt zur Eröffnung und jetzt geht, nach dem Profit-Target läuft es runter, ne? also krasses Zeug, haben wir ein bisschen Glück gehabt, Nvidia sieht wahrscheinlich dann ähnlich aus, Na, ja, da geht es, ne? der ist sogar Plus heute mit 3,3%, ne? also der hat, da war es auch gut, zum, zur Öffnung dann äh, Profit-Tage zu realisieren. Ne? Okay, und ähm, ja, wo waren wir jetzt? Beim Logo-Scanner. Also, und da sehen wir hier auch in dieser Spalte die Earnings. Und hier die nächsten Earnings für die beiden sind im August. Ne? Nehmen wir an, wir wären jetzt Ende Juli. Ne? Dann würde ich eben hier nicht die beiden nehmen, sondern irgendwelche Werte, die dann eben zu einem anderen Zeitpunkt. Earnings haben. Ne? Also wenn hier First Solar oder Micron Technology ähm, nicht diesen Monat Earnings hätten, würde ich dann eher die beiden nehmen. Okay, das dazu. Ja, wieso mache ich das immer an? Unnötig. So, zurück hier. Ja, das ist also, was ich geändert habe, muss man nicht mitmachen. Ne? Also, wer da, wer da nicht mehr diese Risiken eingehen will, ist aber nicht so mein Ding. Ich möchte eigentlich nach oben laufen, möglichst, ne? aber das ist ein bisschen ruhiger, ne? nicht dieses Gezappel, was man hier in der Vermögensgrube sieht. Hm. Zum Swing da seht ihr dann ein bisschen ruhiger. Ne? Das ist, obwohl, ein ziemlich, ja, auch nicht ähm, ja da durchaus auch äh, Downside Risiken äh, beinhaltet dieses Jahr ist aber sehr gut gelaufen normal gelaufen ich habe insgesamt dieses Jahr 120 Trades davon dazu hatten wir ein Webinar im April dieses Jahres gemacht also Thema Swing Trading gehe ich gleich einmal bringe gleich noch mal eine Übersicht zu von diesen 120 Trades waren 101 positiv also eine Trefferquote von 84 Prozent und der Average Profit Loss ne, also Gewinn Plus Losses, ähm, Durchschnitt 1,3%. Also relativ gut. Und was mich besonders freut, ähm, wir haben ja eine Skype-Gruppe zu diesem Thema, wo wir die Sachen, also eine geschlossene Gruppe, das sind nur Leute drin, die eben auch hier diese Pattern genau kennen, die Hintergründe wissen und so weiter. Und ähm, haben viele von den Teilnehmern eben auch ihre aktuellen Trades alle gepostet. Und das sieht eh nicht gut aus. Ne? Teilweise besser, teilweise ein Tick schlechter, aber von der Tendenz her, Funktioniert das bei denen genauso? Okay, ähm, Preiskapital, das habe ich schon gesagt, entweder in, in Bill rein oder SHY. In das ITS, dazu mein wir nochmal ein eigenes Video. Ja, im Wesentlichen, wir können uns auch nochmal angucken zu diesen einzelnen Systemen. Das ist also hier ähm, der Systemmix zu den ITS. Und dann hatten wir hier diese Sektor stocks rotation Das findet man hier so ein bisschen weiter tiefer. Das ist dieses Modell, das sind also diese. 14 oder besser gesagt sieben Sektoren und 14 Aktien, das macht ja so einen Durchschnitt so 14,5 Prozent mit auch einem sehr überschaubaren Drawdown. Das funktioniert auch sehr schön, schöne ruhige Vermögenskurve, kann man nicht meckern, gefällt mir sehr gut. Und ähm, was wir ja, Swing Trading, ne, das findet man hier unten, das sind die ganzen Swing Trading Modelle. Das ist natürlich ein bisschen mehr Pfeffer hinter, das läuft auch gut, wenn ne? ja. wir auch mal zusammen reingehen. Also Systemmix, Systemmix, sorry, 25 Prozent, ne? Drawdown 14, RR sogar von beinahe 2. Ne? Also schon sehr gutes System und das. Überraschend bei diesem ganzen Swing Trading ist letztendlich auch, na gut, im Moment sind wir nicht in dem Bereich, dass es eben auch sehr schön im Bärenmarkt funktioniert. Wir haben zwar auch einen Short, wir machen auch Short Swings, aber ich rede jetzt auch von Long Swings. Ne? Also Long Swings im, Bullen, äh, im Bärenmarkt, sorry, funktioniert auch. Hier ist kein, bei den Long Setups ist kein Marktfilter mit drin. Das läuft ohne Marktfilter. Bei den Short Swings läuft das mit Marktfilter. Von der Übersicht her, ich habe jetzt hier auch eine na, ich möchte das mal zur Seite nehmen, die Hauptseite, hier auch einen neuen Menüpunkt, Schulung, ne? das ist vielleicht für jemanden, der das erste Mal sowas sieht, also wir haben einmal ein, ein Trading Camp gemacht, das war 2023, April, Mai, zu diesen ETF-Rotationen, dann dieses Sektor-Rotation, das war hier am 11. Trading Camp, Aktienstrategien, ne? also das ist ähm, auch Low Frequency möglichst mit minimalen Aufwand halbwegs zu erreichen. Dieses Jahr hatten wir gesagt, ähm, Trading Camp Swing Trading gemacht und jetzt morgen startet dann, was extrem, was ich für extrem wichtig halte, was für alle Systeme gut passt, ähm, das Hedging äh, Trading äh, Camp sind sehr viele Teilnehmer, wird bestimmt hochinteressant. Wir haben da vier Sitzungen. Hier gibt es auch noch eine Welt, wer das kurzfristig anmelden möchte, ne? wo sind genug Leute, ne? habt ihr oben hier den Link zum Trading Camp. Ne? Da machen wir überwiegend dann, ja wie kann man also sich absichern gegen fallende Märkte. Also hier zum Beispiel, welche natürlich nicht nur Optionsstrategien, sondern wir nehmen auch einzelne Systeme durch, die man beimischen kann, um. Risiken äh, zu minimieren durch Diversifikation logischerweise oder Strategiediversifikation und natürlich dann auch Hedging äh, über Optionsstrategien. Zu diesem Thema Hedging, äh, das werden wir uns auch abschließend nochmal kurz ansehen. Und zwar baue ich meine Depots im Risk Navigator bei Interactive Brokers das ist hier die TWS, äh, nach. Und zwar ja, habe ich die abgespeichert. Und wenn wir jetzt dieses Stock Depot aktuell uns angucken, dauert ein kleiner Moment, bis er das aktualisiert. Hier habe ich schon rausgenommen, einzelne Positionen, ne, die heute rausgegangen sind. Ne, also was wie NVIDIA und dieses ähm, SMCI und ich glaube, hier, wie heißt das Ding? CDE. Okay, das habe ich schon rausgenommen, das heißt, man muss deswegen dann auch gegebenenfalls seine Hedges anpassen, damit man nicht overhedged ist. Ich hole mir erstmal die Daten mit Update und mache das für uns. Ah, das ist immer irgendwie im Wege, mal gucken, ob ich das irgendwo anders Okay, ähm, jetzt habe ich das aktualisiert, jetzt mache ich das vielleicht am besten mal ohne Hedge. Also gehedged habe ich hier mit Optionen im SPY. Und was natürlich dann ungehatcht macht, also was ist da drin, vielleicht mal als Übersicht, ne, sind natürlich einzelne äh, Aktienpositionen, die wir aktuell in einzelnen Sektoren haben, wobei hier einige, wie gesagt, schon ausgestoppt sind. Und wenn man das natürlich dann im Graph sich anguckt, ist das natürlich eine lineare Funktion. Das heißt, geht der Markt etwa mit 5% nach oben, würde man hier in diesem Mini-Depot, kleinen Depot 500 Dollar gewinnen und genau umgedreht. 500 Dollar verlieren, geht es 5% nach unten. Man kann hier auch nicht nur Prozent einstellen, sondern eben auch in der Regel den wirklichen SPX, um abzuschätzen, wo kann man nicht hinlaufen. Aber das ist eine, eine, eine andere Geschichte. Interessant ist dann eben, sich anzugucken, was überhaupt erstmal anzugucken, würde ich jedem empfehlen, mal sein Depot, seine Positionsstände im RIS-Navigator nachzubauen und sich dann mal die, das Auszahlungsprofil sich anzugucken. Und wenn man jetzt hier diesen, ja, ne, was ist das hier, diese Bärenfalle mal reinmischt, sind noch ein paar andere Sachen mit drin, dann mache ich hier mal an. Ähm, dann ergibt sich folgendes Auszahlungsprofil. Und zwar muss ich natürlich dann das entsprechende Datum auswählen, damit man was sieht. Also wähle ich jetzt mal Ende des Monats, weil die geplante Haltedauer ist, geht ja bis zum 30.06. Ähm, na ja, genau, 30.06., dann würde man, ich weiß nicht, ob das 30.06. End of Month ist, also der letzte Börsentag im Monat, ich habe jetzt nicht geguckt, ob das jetzt ein Börsentag ist, aber anyway, wir sehen den Effekt, ne, also die durchgezogene blaue Linie ist sozusagen, ja, mh, heute die T plus 0 Linie und diese gestrichelte violette Linie ist das, wie es am 30. aussehen würde und was wir hier sehen, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen zeichnen, ist letztendlich, ja, wenn ich mal, doch, nee, das geht so. Also wir haben eben dieser ganze Bereich bis irgendwie minus 5%, das ist irgendwie bis hier, ne, oder ein bisschen weiter, wird er eben durch diese Hedges noch ein bisschen abgepuffert. Das ist kein Black Swan-Hedge, ne, damit das hier nochmal nach oben läuft. Die habe ich auch drin, ne, die werden wir auch besprechen. Aber das ist, ähm, die lassen sich auch schlecht im RIST-Navigator nach äh, ähm, ja, aufzeigen oder anwenden, weil es wird in Wix gemacht. Ne, und ähm, also besser gesagt, Wix-Optionen. Auf, die, auf den Wix Future. Aber ähm, worum es hier geht, diese einfachen Hedges, puffern letztendlich das ab. Also, sagen wir mal, bis hier etwa wäre man, es kann also für roundabout 5%, das ist etwa 5000, ähm, runterlaufen auf etwa 5000 und man wäre hier trotzdem plus minus im Depot. Ne? Und wenn es nach oben geht, wird man nur so minimal, äh, ja, Verliert man so ein bisschen durch den Hedge, ne? das also eine geringe Kosten. Man wird also hier nach oben hin nicht ausgebremst und hat eben hier noch einen zusätzlichen Income-Bereich, der einen sozusagen abhatcht. Genau dasselbe können wir uns auch mal im, im ITF-Depot angucken. Das ist ein bisschen interessanter. Machen wir das auch mal. Gehe hier mal raus. Das nicht das ist von mir aus. Okay, also nochmal gucken wir uns das auch mal an. Also das empfehle ich jedem, das mal sich anzugucken. Gerade wenn man zum Beispiel irgendwelche ähm, ja, unbegren mit unbegrenztem Risiko irgendwelche ähm, ja, Optionsschwannereien im Depot hat, sollte man sich das unbedingt mal vor Augen führen. Also das ist für viele dann eher nicht so, so ein Eye-Opener, um sich sowas mal anzugucken. Okay, also machen wir mal das etf depot wie gesagt, das ist jetzt auch wirklich das kleine Ding. Mache einfach mal ein Update und das sieht dann ganz ähnlich aus. Wobei ich jetzt, da ich das einige Leverage-Geschichten schon draußen sind, bin ich schon so bald ein bisschen overhatched, glaube ich. Das sehen wir hier. Also das will ich gar nicht erreichen, dass man, ich zeichne mal wieder, dass man hier, ja gut, wäre nicht schlecht, ne? wenn man also in diesen Bereich reinläuft, dass man hier Gewinne generiert. Aber dadurch wird, geht man hier auch ein bisschen weiter runter. Gut, das ist schwer zu erkennen. Aber ähm, hier bin ich schon ein bisschen overhead. Das ist eigentlich meiner Sicht nicht notwendig. Also, ganz wichtiger Punkt und auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt im kommenden Morgen startenden Trading Camp ähm, lernen werden. Wie baut man hier solche Hedges ein? Vor allem beim Hedge ist ja ganz wichtig, dass man nicht ausgebremst wird nach oben. Also, ein Hedge soll möglichst günstig sein, soll einfach sein in der Anwendung. Und das ist hier so ein ideales Ding. Womit ich sehr gute Erfahrungen habe. Wir werden natürlich auch andere Hedges durchgehen. Ich habe auch einige Erfahrungen mit Hedges gesammelt, die eine Zeit lang sehr gut funktioniert haben, heute irgendwie nicht mehr funktionieren. Das hat seine Gründe, die ich dann erläutern werde. Also zum Beispiel Teenies oder Wixcords, ähm, solche Geschichten, Modelle. Da wende ich mittlerweile andere an. Ich hatte während Corona- Crash sehr schön mit diesen Sachen verdient, das war aber sowas Extremes, da kann man natürlich mit all diesen Hedges gut Geld verdienen, wo vor allem dann die Volatilität explodiert auch noch, also die Vola von der Vola sogar noch genauer gesagt, das ist natürlich wunderbar. Aber das, was wir hier gerade auf dem Bildschirm sehen, sind wirklich mehr so diese Hedges für die normalen Rückgänge. Ne? Also, wir haben ja diese Black Swans tauchen auf. Ich zeige da auch noch Statistiken im Trading Camp. Natürlich, klar, die muss man vor Augen haben. Aber diese normale Rückgänge, vielleicht so, so ein Bereich von minus 5 Prozent, das ist das, womit wir eigentlich ja, äh, die am häufigsten leben müssen. Ne? Und ähm, darum geht es letztendlich. Das ist eher so eine kleine Teilkasko. Ne? Das ist keine Vollkasko, die einen wirklich jetzt total absichert. Das machen wir natürlich dann auch, so Black Swan hedges aber das ist hier sozusagen das tägliche, der tägliche Brot. Ähm, also Brot und Butter, langsamer Brot und Butter -Hedge, ne? Also das ist das, was ich jedem empfehle und das lernen wir dann morgen im Training Camp. Okay, also ich glaube im Wesentlichen war das das. Ich schalte nochmal rüber. Irgendwas vergessen. Da haben wir es ja auch offen. Wo sind wir jetzt da? Achso, ja. Nicht, das nur ein Hinweis, dann abschließend zur nächsten Woche, da werde ich dann äh, zum Thema Short-Interest ähm, referieren weil das auch eine Liste von Werten, wo wir Swing-Trading betreiben, worum geht es da, also wenn Werte, Aktien ein hohes Short-Interest haben, das ist eher positiv, weil dann so ein, gegebenenfalls so ein Short-Squeeze entstehen könnte, ne, und gerade wenn der Trend ja, intakt nach oben läuft und da ist ein hohes Short-Interest drin, das ist sehr positiv und da, da kann man, ja, das werde ich dann erläutern, nächsten Montag. Ja, dann würde ich sagen, eine erfolgreiche Restwoche. Startete ja heute ganz gut, kam dann leider wieder zurück, aber wir sind ja erst am Montag. Montag ist ja eher so, so ein langweiler Tag, aber schauen wir mal, wie der. Monatlich entwickelt. Ne? Also, Mai war klasse, war super. Ne? Also, das auch nochmal im Hinblick auf das Thema. Ne? Sell on May, ne? vergesst das mal alles. Ne? Diese, diese Börsenweisheiten, damit kann man nicht treten, sondern einfach regelbasiert einfach weiter treten und der Markt entscheidet, wohin die Reise geht und nicht welche billigen saisonalen Regeln. Ne? Also, dann, ja, macht es gut. Gruß aus der Karibik, wo immer ihr seid und ja, ciao.